Hallo, meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic. Bin ich auf Sendung? Bin ich auf Sendung? Okay, wir hatten beim letzten Mal den Scheiß hier leergeräumt, alles abstauben lassen, sonstiges hier und da und sonst und hier und so. Wir sind jetzt auf dem Weg hier raus und werden bestimmt noch den einen oder anderen Gegner begegnen. Oder doch ein Ritter von Duel. Easy. Die Hast du Tür war denn schon alle offen, Wehtun? aber ist ja kein Problem. Du kannst ja einfach. Kannst ja nochmal machen. Ist doch kein Ding. Kein Problem. Mach einfach kaputt die Tür. Gut. Ich hatte beim letzten Mal ein wenig über Qualität meiner Videos und sonstiges gesprochen. Erstmal danke für die Kommentare dazu. Und ja, Frostlord, du hast vollkommen recht, der VP9-Codec ist kein geiler, aber qualitativ nun mal dennoch immer noch besser als der AVC-Codec, den YouTube uns zur Verfügung stellt. Und dementsprechend hätte ich schon ganz gerne den VP9 wieder. Natürlich gibt es geilere Codecs. Und du hast natürlich auch vollkommen recht, dass man keine Videos nicht rendern muss unbedingt. Das sagte ich ja in dem Video auch schon. Ich könnte auch die Videos einfach so hochladen, wie sie hier sind. Weil ich sie eben eh schon in MP4 aufnehme. Aber ja, wie gesagt, ich hatte beim letzten Mal gesagt, das letzte Video sollte eine oder hätte eine Dateigröße von 30 GB. Hat nicht ganz gestimmt, waren 44. Dadurch, dass ich halt komplett in verlustfrei aufnehme. Das heißt also, ich skaliere auch nicht irgendwie runter oder sonstiges für die Aufnahme, sondern das Bild, was ich hier aufnehme, ist 1 zu 1 das Bild, was ich eben hier auch am Computer habe. Also, ne, die Aufnahme ist 1 zu 1 genau das gleiche wie das, was hier gerade passiert. Du weißt schon, du kennst dich aus, du weißt, was ich meine. Wegducken soll manchmal helfen. Hey, ich habe gerade an Okay. dich gedacht. Ich wollte nur sagen, Ärger? Nein, es läuft alles großartig. Wir machen nur einen kleinen Umweg. Colt? Das Geräusch? Es ist nur ein wenig windig. Welcher Plan das ist? Ich weiß nicht genau. Plan C, okay? Das hier ist Plan C. Ja, das klingt ganz reizend. Ich muss los. Wir sehen uns bald. Was? Was zum Teufel ist mit dem Kerl los? Irgendwas stimmt doch nicht. So, heute beschäftigen wir uns mal wieder ein bisschen mehr mit dem Thema The Old Republic. Das ist ein Schild, das kann ich gar nicht gebrauchen. Weniger mit dem Thema YouTube, Qualität und sonstigem Scheiß. Weil auch tatsächlich ich gerade gar nicht genau wüsste, was ich euch denn dazu jetzt erzählen soll. Im Moment ist wieder mal so. Im Moment ist YouTube mal wieder für mich ein bisschen Star Wars aufnehmen und gut ist die Geschichte. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch nicht großartig ändern. Hier warten immer noch vier Videos über, ich glaube, 2 Stunden oder so insgesamt. Cuphead. Die geschnitten werden wollen. Aber Die gute Nachricht ist, dass wir die Himmelsplattform von hier aus erreichen können. Und die schlechte? Solltet ihr unter Höhenangst leiden, habt ihr gleich reichlich Gelegenheit, sie loszuwerden. Ihr seht es unten rechts, wir haben 21:15 Uhr. Ich bin von der Arbeit gekommen, habe so meine tägliche Routine gemacht, die ich nach der Arbeit machen muss. Setze mich jetzt an die Aufnahme und wenn die fertig ist und der rendert und sonstiges, kann ich eh nicht schneiden. Und wenn der mit dem Rendern fertig ist, habe ich keinen Bock mehr, ein Video zu schneiden. Dann habe ich die nächsten Tage Nachtdienste. Da komme ich Freitag raus. Samstag bin ich schon wieder auf dem Geburtstag. Blablups. Ich habe diese Cuphead-Aufnahmen. Ich weiß nur nicht, wann ich sie fertig kriege. Und die könnte lustig sein. So, okay. Aber irgendwann wird sie denn Wegducken soll manchmal kommen. helfen. Und dann werden alle, die Spaß dran haben, werden ihren Spaß haben.
Und wenn euch Cuphead dann super viel Spaß macht, dann können wir auch gerne mal noch eine zweite und eine dritte Folge davon machen. Weil tatsächlich finde ich ganz lustig. Also, ich habe es tatsächlich seitdem auch noch nicht weitergespielt. Weil ich mir nicht noch mehr Aufnahmen reinhauen will. So, wenn ihr Material über 2 Stunden da habt, dann wollt ihr nicht weiterspielen und Material für 4 Stunden, 5 Stunden oder 6 Stunden sammeln. Ich könnte natürlich das Spiel einfach komplett durchspielen. Und könnte euch davon ein Video zusammenschneiden, aber das finde ich jetzt auch irgendwie eher unpraktisch. Alter, ich komme überhaupt nicht dazu, dem mal eine mitzugeben, weil die zwei so krass abgehen, dass immer wenn der runterkommt, der so dermaßen auf die Fresse kriegt, dass ich denke, hier läuft da irgendwas schief. Könnt ihr euch mal vielleicht um die hier kümmern? Und ich kümmere mich um den Dicken? Leute, das ist eine Aufnahme. Ich soll die Action machen, nicht ihr zwei. Was ist los mit euch? Da. Jetzt wieder. Krasser Scheiß, ey. Ich explodiere jetzt. Okay, also, erinnert ihr euch an Plan C? Eigentlich seid ihr nie bei Plan C angekommen, Gold. So wie es aussieht, lautet Plan C, springen! Mutter war hier. Schon wieder. Sie hatte die Dreistigkeit, mein Gesicht zu tragen. Und ihre Bestrafung? Sie konnte fliehen. Aber sie weiß, dass ihr das nicht nochmal gelingen wird. Sind leere Drohungen alles, was du für mich hast? Ich habe sie bei ihrem kleinen Überfall auf die Schatzkammer gestört. Viel können sie in der Zeit dort nicht geschafft haben. Mutter! Perfektes Timing. Ich bin nicht diejenige, die ein Problem damit hat, dann aufzutauchen, wenn sie es soll. Du meine Güte, wie lange willst du mir das noch vorwerfen? Für den Rest deines Lebens natürlich. Danke, dass ihr meiner schlechteren Hälfte den gröbsten Ärger erspart habt. Das gehört für euch nicht zum gröbsten Ärger? Wir haben schon in schlimmeren Situationen gesteckt. Lasst euch nicht täuschen. Ich bin der Vorsichtige in dieser Beziehung. So oder so, ich glaube, wir haben genug von Vandine gesehen und hier wird es gleich noch etwas weniger gastfreundlich. Also, wollen wir? Bringen wir unsere Beute nach Odessen. Ach, es gibt doch nichts Schöneres, als nach einem erfolgreichen Auftrag nach Hause zu kommen. Besonders, wenn man dabei einem riesigen Trottel den Tag ruiniert hat. Ganz mein Reden. Wenn ich genauer darüber nachdenke, hat unserem Plan ein entscheidender Faktor gefehlt. Zum Beispiel ein Fluchtweg? Es war halt ein kleiner Umweg. Dafür war die Aussicht etwas Besonderes. Nein, das, was wirklich gefehlt hat, war die Chance, Arkans Gesicht zu sehen, als er die Neuigkeiten gehört hat. Ich hoffe, wir haben mehr geschafft, als nur sein Ego zu verletzen.
Ich würde nicht damit rechnen, dass über Nacht alles zusammenbricht, aber wenn die ersten Schecks platzen, wird es interessant. Das versichere ich euch. Also, wollen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil übergehen und die Beute aufteilen? Darum habe ich mich bereits gekümmert. Wett, Dredger und du wurden schon ausgezahlt. Ich habe mir außerdem die Freiheit genommen, aus deinem Anteil deine Schulden bei mir zu begleichen. Du kannst deiner Sache auch jeden Spaß nehmen. Deine Vorstellung von Spaß ist der Grund, warum du nichts mehr aufteilen darfst. Was genau habt ihr denn getan? Er hat mich um die größte Beute meiner Karriere betrogen. Und ich bereue es seitdem jeden Tag. Also seitdem der Glanz nachgelassen hat. Wir sind doch alle etwas älter, etwas weiser. Okay, vielleicht sehr viel älter. Es war ein prägender Moment. Der Punkt ist, wir haben jetzt eine größere und wichtigere Aufgabe. Wie zum Beispiel einen Haufen Schätze zu einem Meer aus flüssiger Freude einzuschmelzen. Also, wie ihr euren Teil ausgeben wollt, ist ganz allein eure Sache. Aber wenn ihr ihn, sagen wir, verdreifachen wollt, wüsste ich da etwas. Dieses Geld gehört nicht uns. Mir macht es nichts aus, Arkan zu bestehlen, aber ich will mich daran nicht bereichern. Es fühlt sich falsch an, es zu behalten. Unser Ziel war es, die Allianz zu finanzieren, nicht der persönliche Reichtum. Wer sagt, dass nicht beides geht? Man braucht nur ein wenig Ehrgeiz. Oder ihr gebt zur Abwechslung mal, anstatt zu nehmen. Probiert es doch mal aus. Vielleicht gefällt es euch ja. Ich benutze meinen Anteil, um Artefakte zurückzukaufen, die man meinem Volk gestohlen hat, und um Sklaven zu befreien. Um aus der Galaxis einen besseren Ort für Twi'lex zu machen. Um ehrlich zu sein, haben wir mehr als genug für unsere Operationen. Es wäre durchaus ratsam, für den Überschuss einen Plan zu haben. Ich will, dass unser Überschuss den Welten zukommt, die Arkan geplündert hat. Wie das geschieht, ist mir egal. Eine fruchtlose Geste. Solange das ewige Imperium an der Macht ist, wird es sich die Reichtümer zurückholen. Die Leute da draußen leiden. Wenn wir nicht hier sind, um ihnen zu helfen, was soll das Ganze dann überhaupt? Sie scheinen verwirrt zu sein. Unser Ziel ist es nicht, Leid zu lindern, sondern das ewige Imperium zu entmachten. Es ist sinnlos, mit Narren oder Maschinen zu diskutieren. Es scheint, dass unser Geschäft beendet ist. Oh, ich weiß nicht. Wir sehen uns bestimmt. Ihr habt ein echt nettes Unternehmen zusammengestellt. Außerdem will ich nicht, dass sich Hylo einsam fühlt. Als ob. Wenn eure Allianz noch eine Moraloffizierin sucht, wäre ich dabei. Um Arkan in den Hintern zu treten, werdet ihr eine erfahrene Partyplanerin brauchen. Wo wir gerade von Partys reden? Dieses Zeug ist mehr wert als die meisten Frachter. Schnappt euch ein paar Gläser und findet heraus, wie Erfolg schmeckt. Commander, Major Jorgen und Kallio sind eben gelandet. Sie sind an der Startrampe. So viel zum Thema Feiern. Geht vor, wir sind direkt hinter euch. Hallo, da bin ich wieder. Lang, lang ist's her. Guck mal, wie gut, dass ich mit der reden kann. Herr Commander. Jemand hat an unseren Nahrungsbereitern herumgespielt und ich schätze, es war dieser C2-Droide. Er war sogar an Bord einiger Schiffe. Das Letzte, was unsere freien Mitarbeiter brauchen, ist jemand, der ihnen vorschreibt, was sie zu essen haben. Es wundert mich sowieso, dass dieser Droide sich noch nicht den einen oder anderen Blasterschuss eingefangen hat. Okay. Ist ja gut. Ja Gott. Ich wollte euch nur was Gutes tun. Händler auf Höch, Schwarzmarktgötter. Schwarzmarktgötter. Götter, Götter. Götter, Götter, Götter. Kann ich bei dem auch Zeug verkaufen? Wenn ihr was seht, was euch gefällt, gebt mir ein Zeichen. Halt doch einfach deinen Mund. Was hältst du davon? Halt doch bitte einfach deinen Mund. Ist das ein cooles Outfit, was du hier hast? Nein, weil das ist das Erbengewand. Das kenne ich doch schon. Das habe ich mir doch schon angeguckt. Das will doch kein Mensch haben. Da miaut der wieder. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Ich wollte mal tatsächlich in den Kartell mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Kartellpunkte ich habe. 2100! Schirmen! Was ist das denn für eine Scheiße? Lass mich verarschen. Dein Ernst?
Dein Ernst? Ist der nackt einfach oder was? What the fuck? Ja, natürlich. Ist klar. Was ist ein cooles Set, was man sich holen kann? Ich bin immer noch auf der Suche nach einem vernünftigen Set. Flammenorakel sieht schon scheiße aus. Das sehe ich da schon auf den ersten Blick. Chaotischer Machtmeister ist cool, allerdings nicht für den Charakter. Könnte ich mir definitiv cool für den Sith vorstellen, den wir dann zocken. Oder so. Finde ich aber schon sehr nett. Also mit diesen ganzen Details und so. Also. Und 1400 ist gar nicht mal zu teuer. Das fand ich aber schon ziemlich stark. Hallo? Könntest du mal bitte wieder zurückgehen? Gibt's ein geiles Jedi-Set? Ich finde einfach keins. Ich finde kein cooles Jedi-Set. Ja, und da sind wir wieder bei den alten Sachen. Na gut, okay. Aber das andere Set für den Char, den wir dann anfangen werden, wenn wir mit ihm hier fertig sind. Vielleicht sollte ich das jetzt schon mal kaufen. Sollen wir das kaufen? Oh, ganz im Ernst, also ich bin da gerade ziemlich angetan von. Ich muss mir das, sorry Leute, dass ich das jetzt hier so mache, aber ich muss mir das nochmal angucken. Ich mag die Mütze nicht, definitiv nicht. Aber ich finde das schon ziemlich nice, so mit dem Gürtel, die Augen, die leuchten da. Hier auch mit den Schultern. Es ist... Ja, komm, ey. Ja, Mann. Nein, Abbruch. Beanspruchen? Möchte ich nicht erstattet werden? Also, ich habe das ja jetzt, ne? Das heißt, ich brauche jetzt nichts weiter zu machen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Der Rest müsste ja. Ich kann das dann da rausholen, wenn ich mit dem neuen Schaden fange. Und da muss ich dann halt gucken. Wie soll ich denn bitte vernünftig arbeiten, wenn die ganze. Ich war nur noch 30 Meter vom Computer mit der Gemini-Frequenz entfernt. Aber dann muss eure Deppenbrigade auftauchen und alles vermasseln. Ihr wart umzingelt. Wir haben euch gerettet. Und habt die Mission vermasselt. Ohne meinen Plan B wärt ihr da unten gestorben. Plan B? Für euren Fluchtweg habt ihr ein Krankenhaus gesprengt. Ihr habt ein Krankenhaus in die Luft gejagt, um von Sakul zu fliehen? Woher hätte ich wissen sollen, was sich auf der anderen Seite der Mauer befindet? Hätte ich anklopfen sollen? Es war kein kompletter Fehlschlag. Auf dem Weg hinaus habe ich was mitgehen lassen. Mein Team hat euch Deckung gegeben. Ja, ja. Der Punkt ist, wir haben den Datenkern aus einer Sicherheitskonsole außerhalb dieser Hyperwellenrelaisstation mitgehen lassen. Das ist zwar nicht der Schlüssel zur Gemini-Frequenz, aber er enthält ein riesiges Datenarchiv über diese Droiden. Ich setze Scorpio darauf an, die Informationen zu sichten. Vielleicht war das kein völliges Fiasko. Was auch immer diese Dateien enthalten, muss all die Leben wert sein, die dafür gezahlt wurden. Niemand bedauert diese Verluste mehr als ich, Commander. Ihr Tod war inakzeptabel. Es hätte viel schlimmer ausgehen können, aber so etwas darf nicht nochmal passieren. Commander, ich schlage vor, dass die beiden die Basis vorerst nicht verlassen dürfen. Was? Vergesst es! Nein, er hat recht. Wir haben als Team nicht funktioniert und dafür mussten andere Leute mit ihrem Leben zahlen. Niemand muss bestraft werden. Ich hätte die Mission leiten sollen. Wenn ich da gewesen wäre,
wäre das alles vielleicht nie passiert. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Ich schlage nur vor, dass wir jetzt aufhören, Trübsal zu blasen und uns wieder darum kümmern, den Krieg zu gewinnen. Erinnert euch stets daran, warum wir kämpfen. Und vergesst diesen Fehlschlag nicht. Wegtreten! Ich beginne mit ihren Fingerkuppen und arbeite mich langsam hoch. Ein Knöchel nach dem anderen. Und dann ihre Hände. Erinnerst du dich an Mutter? Nicht an die Frau, die sie jetzt ist. An die Frau aus unserer Kindheit. Ich erinnere mich daran, wie sie Vater sagte, dass ich gefährlich sei. Dass ich kontrolliert werden müsste. Sie hat mich schon immer gehasst. Sie hat uns nie verstanden. Oder Vater. Sie hat dem Fremdling geholfen, unseren Schatz zu stehlen. Sie haben alles genommen. Diese Dinge können ersetzt werden. Wenn all die Welten, die wir erobert haben, das herausfinden, werden sie uns für schwach halten. Uns auf die Probe stellen. Ich bleibe die stärkste Macht, die es in der Galaxis jemals gab. Meine Feinde wissen, was passiert, wenn sie sich mit mir anlegen. Angst kostet nichts. Ich werde reichlich davon verbreiten. Jedi-Meister, wir sind bereit. Wo sind die anderen? Teron ist aus dem Mistani-Sektor zugeschaltet. Der Rest ist beschäftigt. Sie erledigen Aufklärungs- oder Sicherheitseinsätze. Ich würde lieber patrouillieren. Können wir fortfahren? Ich habe weitere Informationen zum Gemini-Netzwerk, das die ewige Flotte steuert. Das Netzwerk verbindet mechanische Captains in den Schiffen der Flotte. Ihre Sicherheitsprotokolle können nicht direkt unterwandert werden. Warum nicht? Weil die Gemini-Captains auf mir basieren. Ich dachte, du wärst ein mehr oder weniger einzigartiges Exemplar. Und jetzt sagst du, dass Sakul eine ganze Armee aus Scorpio-Modellen hat? Es sind Imitationen, die darauf programmiert sind, die Flotte zu steuern. Wie sie entstanden sind, weiß ich nicht. Aber ich lasse nicht zu, dass man mich imitiert. Den Daten, die ich entschlüsseln konnte, zufolge werden die Gemini-Einheiten nach einer Form produziert. Einer Vorlage. Gemini Prime. Wozu ein physikalisches Muster? Meine Technologie lässt sich nicht einfach kopieren. Gemini Prime ist mit einer Fabrik auf dem Planeten Darvanis verbunden. Bringen Sie mir die Einheit. Dann werde ich die Geheimnisse des Netzwerks und der Flotte entschlüsseln. Wir bekommen die ewige Flotte und du findest heraus, wer dich kopiert hat und wie. Ist das dein Angebot? Ja. Ich kenne Darvanis. Einer der ersten Planeten, die wir eroberten, als der Krieg begann. Eine Schlüsselposition für die Galaxis. In dieser Fabrik werden Droiden, Waffen und Raumschiffe gebaut. Sie ist eine sehr wichtige Ressource und entsprechend befestigt. Vollautomatische Verteidigung. Ich kenne derartige Einrichtungen. Die Tunnel reichen kilometerweit in die Tiefe. Zu groß für ein Einsatzteam. Dann planen wir einen Großangriff. Wie lange dauert es noch, bis unsere Armee einsatzbereit ist? Wir haben hier nicht annähernd genügend Leute. Aber Teron... Ich habe mir militärische Verbündete im Rim gesichert. Ich kann den einen oder anderen Gefallen einfordern. Über das Komm möchte ich nicht mehr sagen, aber ich kann einen Treffpunkt mit Streitkräften auf Darvanis arrangieren. Ihr könntet die Fabrik einnehmen und euch Gemini holen. Es ist schon eine Weile her, dass ich Truppen in den Kampf geführt habe. Aber das ist eben die Bürde eines Jedi in Kriegszeiten. Ich gebe unseren Verbündeten Bescheid. Mit etwas Glück sind sie noch vor euch auf Darvanis. Der Rest soll die Gravestone kampfbereit machen.
Sobald wir Gemini Prime haben, werden wir der Flotte gegenüberstehen, auf die eine oder andere Art. So, ich glaube, ich hätte jetzt noch gerne einen Briefkasten. Und zwar nicht, weil da jetzt gerade stand, du hast Post, sondern weil da immer noch mein Dankeschön dafür drin sein sollte, dass ich Abonnent bin. Ihr seid auf dem falschen Planeten. Die Vergnügungswelten der Hunden sind ein Dutzend Parsecs von hier entfernt. Haltet die Klappe, Como. Für einen Toten seht ihr ziemlich gut aus. Shay Wesler. Ich hatte keine Mandalorianer erwartet. Nun, wir sind hier und ihr müsst wohl mit uns Vorlieb nehmen. Ich hörte, jemand möchte eine Fabrik pulverisieren. Ein Dutzend Clans steht hinter Mandalore der Rächerin. Wir sind bereit für das blutige Werk. Auch wenn unsere Feinde aus Metall bestehen. Mandalore die Rächerin? Es waren ein paar harte Jahre. Die ewige Flotte hat uns auf den Herzwelten belagert. Irgendwann bin ich dann zu diesem Titel gekommen. Als euer Spionfreund eine Chance sah, zurückzuschlagen, stimmte ich zu. Wir haben uns zu lange in die Verteidigung drängen lassen. Dann kämpfen wir zusammen, Mandalore, gegen Sakul und die Galaxis. Wir werden Arkan schon noch stürzen. Im Moment würde mir schon ein guter Sieg reichen. Wie habt ihr eure Truppen um die Fabrik positioniert? Angriffsteams aus je 200 Kommandos wechseln sich mit der Offensive ab. Der Ort ist eine Festung. Sie muss kurz und klein geschlagen werden, bevor wir reinkommen. Der nächste Angriff beginnt in 5 Minuten. Frontteams sind in Position, um den Energieschild auszuschalten. Ihr wollt euch nützlich machen? Dann nehmt die Perimeterkanonen ein und zielt damit auf die Fabrik. Taurian! Mandalore. Taurian ist der Anführer des Cadera-Clans und der beste Scout, den wir haben. Er zeigt euch den Weg. Die Kanonen sind in Sektor 9. Jede Menge Sprungtruppen. Bleibt bei mir. Ich versuche, euch zu beschützen. Bring mich zu den Waffen. Wir müssen eine Fabrik einnehmen. Retuzie mi, Mandalore. Lasst euch beide nicht umbringen. So, gefühlt mal wieder eine Folge, in der das hätten wir. Hä, kann ich bitte... Ja, ich weiß, dass ich Post habe. Kann ich bitte dieses Scheiß-Item austauschen? Soll der Kack. Okay. Gefühlt mal wieder eine Folge, in der mehr da draußen passiert, als hier drinnen. Was? Gefühlt mal wieder eine Folge, in der mehr Videosequenzen sind als Sequenzen, wo ich irgendwas mache. What the fuck, Alter? Okay. Okay, alles klar.
Okay. Ma und ich haben versagt, jeder auf seine Weise. Das kann man so sagen, ja. Paschnaveyat, unser Ziel. Ich wollte. What? What? Jo, nimm ich. Okay. Kein Problem. Alles klar. Okay, nehme ich auch. Und der teuflische, ja. Und dann zeige ich euch das hier noch. Passt auf. Wird beim Aufnehmen gebunden. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil ich kenne das Set schon. Ich finde das nicht besonders schön. So, passt ab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Also, erstmal habe ich jetzt dieses Set hier. Ich finde das, wie gesagt, ich finde es nicht besonders schick. Deswegen werde ich es auch nicht tragen. Hallo. Wobei vielleicht einzelne Elemente davon ganz cool aussehen könnten. Ich gucke gerade mal. So, also wie gesagt, ich finde es nicht besonders klasse, aber jedem das seine. Ja, ne? Ich könnte aber mal schauen. Wie gesagt, ich finde einzelne Elemente davon vielleicht gar nicht verkehrt. Das wäre ein bisschen heftig, die Handschuhe. Wie sieht das mit den Stiefeln aus? Die Stiefel sind eigentlich auch cool, die ich trage. Die Hose, die könnte man durchaus sogar anziehen. Den Gürtel könnte man auch anziehen. Sobald ich das Oberteil anziehe, wird ja alles scheiße. Okay, was wir aber machen können, ist nämlich einmal den Schissklauenabfänger. Der jetzt hier ist und der kann was Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Und zwar kann ich. Es gibt eine Taste, mit der ich irgend so ein Special an dem Dings auslösen kann. Position, Deckung, 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 Feind, Gruppen, 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 Quore, Ziel, Ziel, Selbst, Fokus. Oder auch nicht. Also es geht irgendwie. Ich weiß, dass es irgendwie geht. Ich weiß nur nicht. Ah, STRGZ. Interessant. So. Ja, da kann man nämlich die Flügel hoch und runter machen in diesem Gerät. Es bringt nichts. Also es ist nicht, dass ich dadurch schneller werde, dass ich dadurch wendiger werde oder sonst irgendwas, sondern es bringt einfach rein weg dieses Gimmick. So, ist so ein kleines Ding hier. Ich weiß gar nicht, mit welchem Speed ich fliege. Geht auf jeden Fall bis Stufe Navigationsrang 5 hoch, also 130%, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, mit welchem Rang ich fliege, aber ja. Das gab es dafür, dass man Abonnent ist im Februar. Gut, das war's für heute. Wie gesagt, eine Folge, in der das Spiel mehr geredet hat als ich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da drüben sind ein paar Videos zu sehen. Und ansonsten sage ich wie immer, bis denne.